Was ist der graue Kapitalmarkt? Einfach erklärt. Der graue Kapitalmarkt ist der unreglementierte und nicht organisierte Kapitalmarkt in Deutschland, der aber einen Milliardenschaden jährlich anrichtet. Der graue Kapitalmarkt hat nämlich eine deutlich niedrige Markttransparenz und ist mit hohen Risiken verbunden, weswegen es da immer wieder zu Skandalen kam. Ja, berühmt ist zum Beispiel S&K-Immobilien oder auch das Containergeschäft aus Grünwald. Das heißt jetzt nicht, dass alle Angebote vom grauen Kapitalmarkt unseriös sind, aber hier tummeln sich einfach viele solcher Anbieter, die entweder wirklich Betrugsprodukte verkaufen oder Produkte, die einfach viel, viel zu teuer sind. Und das wird oft über Finanzberater gemacht, die mit sehr, sehr hohen Provisionen geködert werden und deswegen das sehr, sehr gerne verkaufen an unbedarfte Kunden. Auch ein Problem beim grauen Kapitalmarkt ist das halt wirklich, sage ich mal, ähnlich wie ein Staubsauger als Haustürgeschäft oder direkt verkauft wird. Das heißt, als Investor habe ich keine Börse, wo ich das danach wieder verkaufen kann, sondern bin diesem Produkt dann ausgeliefert. Neben dem Verkauf mit einem Finanzberater ist auch ein typisches Beispiel, wenn es über Werbung viel beworben wird, zum Beispiel wenn man Briefe dazu bekommt, zum Produkt angerufen wird übers Telefon, wenn es viele Anzeigen in Zeitungen gibt oder E-Mail-Werbung, auch AdWords-Anzeigen oder Display-Anzeigen oder sogar Faxwerbung, wo sehr reißerisch Produkte beworben werden, dann sollte man vorsichtig sein. Deswegen ist meine Empfehlung, von solchen Produkten die Finger zu lassen und lieber Alternativen, die man an der Börse über eine Direktbank kaufen kann, zu wählen. Ja, weil typische Produkte des grauen Kapitalmarkts, wie zum Beispiel Anlagen, Solaranlagen, Windparks, da gibt es auch Aktien dazu. Die können halt mal schwanken, aber da gibt es einfach mehr Transparenz und auch Schutz und ich kann es halt wieder verkaufen. Weitere typische Dinge sind zum Beispiel Glücksspielbeteiligung, Diamantenhandel, auch Unternehmensbeteiligung, was man manchmal in Zeitungen sieht. Gerade wenn dann die Steuersparmodelle sehr stark hervorgehoben werden, kann das auch ein Thema sein, oder das auch Immobilienerwerb für Schrottimmobilien. Das weiß man natürlich alles vorher nicht so, nur hier einfach auch den gesunden Menschenverstand walten lassen und einfach wissen, dass diese Direktmodelle oft weniger transparent sind und man einfach weniger Rechte hat oder dass es schwieriger ist, diese einzufordern, als es was ist, was man an der Börse kaufen kann. Deswegen alles, was ich über meinen Online-Broker kaufen kann, das kann gehandelt werden, da gibt es Informationen zu. Das ist im Zweifel immer besser als solche direkten Geschäfte des grauen Kapitalmarkts.